Begrüßen Sie ihn nochmal, den Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble, der heute Abend zum Glück bei uns ist. Herzlich willkommen. Willkommen. Liebe verehrte Familie Steiger, sehr geehrte Festgäste, sehr geehrter Professor Kramke, der römische Dichter Vergil hat einmal gesagt, Unglück hat mich gelehrt, Unglücklichen Hilfe zu leisten. Das ist ein gutes Motto für diese Jubiläumsveranstaltung. Der Tod von Björn Steiger, es ist ja schon gesagt worden, hat unser Land verändert. Weil seine Eltern Udi und Siegfried Steiger nicht in ihrem persönlichen Unglück erstarrt sind, sondern weil sie daraus Lehren für unsere ganze Gesellschaft gezogen haben. Sie wollten etwas tun, um weitere vermeidbare Tragödien zu verhindern, und daraus ist ein großes Werk entstanden. Liebe Familie Steiger, mit der Stiftung, die den Namen Ihres Sohnes, Bruders und Onkel trägt, haben Sie den Grundstein für das flächendeckende Rettungswesen in unserem Land gelegt. Sie haben die Notfallhilfe in Deutschland regelrecht revolutioniert. Und Sie konnten durch Ihre Tatkraft und unermüdlichen Einsatz auch international für Notfallopfer viel bewirken. Wer kennt den Satz nicht, im Notfall wählen Sie 112. Diese und weitere Notfallnummern werden täglich tausendfach gewählt. In einem heißen Sommer wie jetzt wahrscheinlich noch öfter. Und der Anruf setzt ein gut aufeinander abgestimmtes Rettungssystem in Gang. Das ist in Deutschland heute Standard. Das gilt als selbstverständlich. Und vor 50 Jahren war es das nicht. Rückspiegelrettung nannte man damals den Transport von der Unfallstelle ins Krankenhaus. Der Fahrer des Krankenwagens konnte nichts für den Verletzten tun, außer in den Rückspiegel zu schauen. Notarztbesetzung, Beatmungsmaschine, Defibrillator, Infusionen, Notmedikation, alles das gab es unterwegs nicht. Nicht einmal über Funkgeräte verfügten die üblichen Krankenwagen damals, im Gegensatz zu Taxen. Vieles, was heute im Rettungswesen so selbstverständlich erscheint, geht tatsächlich auf die Initiative der Björn Steiger Stiftung zurück. Von ihren Verdiensten ist heute natürlich noch länger die Rede. Die Liste ist ja auch lang, von der bundesweiten Notfallnummer, dem kostenfreien Notruf, Rufsäulen an Bundes- und Landstraßen, über die Einführung des Rettungsdienstes und die zivile Luftrettung, Schnellbergungswagen, Babynotarztwagen, bis zur Verbreitung von Laiendefibrillatoren, eine mobile Retter-App und vor allen Dingen auch Forschungs- und Schulprojekte. Es sind sogar dank der Stiftung ja neue Berufsbilder entstanden, der Rettungssanitäter und der Rettungsassistent. Und die Stiftung ist ein Motor der Notfallhilfe und sie ist auch heute mit viel Kreativität und Innovationsdrang auf der Suche nach zeitgemäßen Lösungen, immer mit der modernsten Technik. Und immer mit dem gleichen Ziel, Rettung von Menschenleben. Karl Popper hat ja gesagt, wir können unsere Welt verbessern, indem wir Verantwortung tragen. Und bürgerschaftliches Engagement entsteht meist dort, wo ein Missstand erkannt wird, wo es aber zur Abhilfe des Einsatzes durch Private braucht, weil der Staat sie nicht leistet. Die Björn Steiger Stiftung hat eine solche Schieflage im deutschen Rettungswesen in das gesellschaftliche und politische Bewusstsein gehoben. Und solche zivilgesellschaftlichen Initiativen sind als unkonventionelle Impulsgeber und Korrekturinstanzen unverzichtbar. Es waren Bürgerinitiativen, den Begriff gab es damals noch gar nicht, die Umweltthemen und soziale Fragestellungen überhaupt erst auf die Tagesordnung von Politik und Gesellschaft gebracht haben. Viele Reformen der letzten Jahrzehnte wären ohne das Engagement der Bürgergesellschaft nicht zustande gekommen. Heute treibt unsere Jugend
die Politik durch ihr Engagement bei den Freitagsdemonstrationen aus Sorge um den schnellen Klimawandel und seine Folgen für die Zukunft der Menschheit an. Auch das ist bürgerschaftliches Engagement. Der Bundestag hat bereits vor 20 Jahren eine Enquete-Kommission eingesetzt, um einen fundierten Überblick über die Bandbreite und die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland zu gewinnen. Es ist daraus ein ständiger Unterausschuss des Parlaments hervorgegangen, der sich kontinuierlich, inzwischen schon in der 5. Legislaturperiode, mit dem Thema bürgerschaftliches Engagement befasst. Und die Befunde, meine Damen und Herren, sind komplex. Einerseits ist die Bereitschaft erfreulich, sich für die Gesellschaft einzusetzen. Sie ist in Deutschland nach wie vor stark ausgeprägt. Sie wächst sogar seit Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts kontinuierlich an. Rund 44% der Deutschen sind ehrenamtlich aktiv, zum Teil mit erheblichem Zeitaufwand. Auch die Bernd-Steiger-Stiftung ist ohne die Ehrenamtlichen gar nicht vorstellbar. Und 50% derjenigen, die sich noch nie engagieren, sagen jedenfalls, dass sie prinzipiell auch bereit wären. Aber gleichzeitig wandeln sich die Formen des Engagements. Die Menschen wollen frei darüber entscheiden, wo sie sich einbringen. Viele wollen lieber projektbezogen helfen, sich nicht binden, ihren Einsatz flexibel und individuell gestalten. Hop on, hop off. Je nach verfügbarer Zeit, beruflicher Beanspruchung, familiärer Situation. Das hat natürlich auch mit dem schnellen gesellschaftlichen Wandel zu tun. Wir stecken ja mitten in der digitalen Revolution, die mit ungeheurer Wucht praktisch alle Bereiche unseres Lebens verändert und durchdringt, immer schneller. Die Welt rückt immer näher an uns heran und sie wird immer weniger überschaubar. Menschen sind heute mobiler, ortsunabhängiger, wollen ihre Freiheiten behalten. Das ist übrigens auch Globalisierung. Und die ist ein ambivalentes Phänomen. Überall ist die Rede davon, doch wir lernen erst, was Globalisierung wirklich bedeutet, eben neben fast unbegrenzten neuen Möglichkeiten, vielfach Ungewissheiten. Für mich steht außer Frage, dass die Globalisierung trotz aller Herausforderungen und Risiken ein weltweites Wohlstandsprojekt ist, mit bisher ungekannten Chancen. Milliarden Menschen bekommen so die Möglichkeit, sich mit der Dynamik freier Märkte erstmals aus eigener Kraft aus der Armut zu befreien. Das ist ein Teil der Wirklichkeit. Der andere ist weniger rational, aber genauso real, nämlich das Gefühl, dass etwas aus den Fugen geraten ist. Und das müssen wir ernst nehmen. Wir leben in Umbruchzeiten, die wahrscheinlich mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert durchaus vergleichbar sind. Und wir spüren, diese offenen Gesellschaften stehen unter Druck. Unsere freiheitlichen Demokratien werden einem Stresstest unterzogen. Mit der Folge, dass die Chance, die jeder Wandel bietet, im Bewusstsein der Menschen eher zurücktreten und dass dafür die befürchteten Risiken immer mehr in den Vordergrund treten. Das Gefühl, benachteiligt zu sein, abgehängt, missachtet, droht trotz wachsendem Wohlstand unsere Gesellschaft zu spalten. Und das hat weitreichende Konsequenzen für den einzelnen Menschen und eben für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Entwicklungsökonom Paul Collier, einer der berühmtesten Ökonomen, der sich sein Leben lang gerade auch mit der Entwicklung in Afrika beschäftigt hat, er spricht in seinem neuen Buch von einer Rottweiler Gesellschaft. Die gegenseitige Achtung voreinander sinke. Es gehe vielen nur noch darum, das eigene Recht durchzusetzen, die Pflichten gegenüber der Gesellschaft, das Verantwortungsgefühl für andere Menschen treten dahinter zurück. Und Zusammenhalt in der Gesellschaft hat immer viel mit Solidarität zu tun. Der Soziologe Heinz Bude hat diesen Begriff gerade wieder neu durchdekliniert. Und sein Fazit ist, wir kommen gesellschaftlich nur weiter, wenn wir einen Begriff der Solidarität entwickeln, der alle mit einbezieht. Die Bernd-Steiger-Stiftung praktiziert das seit 50 Jahren.
Die Nothilfe kommt allen zugute. Aber wie passen die Befunde zusammen? Einerseits eine ehrenamtlich und bürgerschaftlich engagierte Mehrheit der Gesellschaft und andererseits weit verbreiteter Individualismus und eine gespaltene Gesellschaft aus sich voneinander separierenden Gruppen. Eine aktuelle Studie der Universität Bielefeld spricht sogar von einer Generation rücksichtslos. Umfragen belegen das. 81% der Befragten sagen, der Zusammenhalt habe in den letzten Jahren abgenommen. 20% halten ihn für stark bis sehr stark, den Zusammenhalt. Nur 20%. Also nicht von ungefähr kommt die Rede von den Spaltungen in der Gesellschaft. Politischen, sozialen, kulturell begründeten, durch Herkunft oder Religion. Spaltungen zwischen Ballungsräumen und ländlichen Gebieten, zwischen einer gebildeten Elite und den weniger gebildeten, die im Augen der kosmopolitischen Gesellschaftsschicht als moralisch unterlegen gelten. Wir müssen diese Entwicklungen ernst nehmen. Wir müssen dem weiteren Auseinanderdriften entgegentreten. Dabei bin ich zuversichtlich, wenn ich sehe, was unsere Zivilgesellschaft in den vergangenen Jahren auch geleistet hat. Denn Menschen wollen solidarisch sein. Und wer solidarisch ist, erfährt auch, dass er gebraucht wird. Es lässt sich ja bürgerschaftliches Engagement nicht staatlich verordnen. Das kann nur von unten wachsen. Das braucht geeignete Rahmenbedingungen. Das ist dann Sache der Politik. Die hat auch in den vergangenen Jahren ihren Beitrag zu leisten versucht, etwa durch die Reform des Stiftungsrechts oder das Gesetz Hilfe für Helfer. Aber neben aller politischen Unterstützung braucht freiwilliges Engagement vor allem die Motivation durch Anerkennung in der Gesellschaft. Winnen denn, meine Damen und Herren, ist untrennbar mit der Arbeit der Björn-Steiger-Stiftung verbunden. Aber auch mit einem schrecklichen Amoklauf. Das Leid dieser Tragödie vor 10 Jahren wirkt bis heute nach. Es hat die Stadt auch verändert, es war ja kein Unfall. Am Ende waren aber 16 Menschen tot und dabei wurde noch Schlimmeres verhindert durch das schnelle Eingreifen der Polizei und die beispielhafte Nachsorge vor Ort. Aber der Amoklauf vom 11. März 2009 zeigt, überall wo Menschen am Werk sind, kommt die menschliche Natur in ihrer Widersprüchlichkeit zum Ausdruck. Der Mensch, wir, ist zur Freiheit begabt, aber ist eben zugleich unvollkommen und fehlbar, stark und schwach, ebenso zum Guten fähig wie zum absolut Bösen. Deshalb braucht es Grenzen und Regeln, die unserer Freiheit erst einen Rahmen geben. Es braucht Maß und Mitte. Und wenn das aus der Balance gerät, dann kann es in eine Katastrophe führen, im Privaten wie im öffentlichen Raum. Frau Eisenmann hat schon gesprochen, die menschliche Doppelnatur offenbart sich oft bei Unfällen, insbesondere auf Autobahnen. Menschen, die wahrscheinlich in ihrem Privaten auch hilfsbereit und emphatisch auf Leid reagieren, behindern die Arbeit von Polizei und Rettungskräften, weil sie unwillig sind, schnell eine Rettungsgasse zu bilden, weil sie gaffen, weil sie Unglücksstellen filmen oder fotografieren, um damit in den sozialen Medien anzugeben, womöglich sogar Likes zu erhaschen. Menschen waren schon immer schaulustig, das ist kein neues Phänomen. Aber mit den neuen Kommunikationstechniken hat die Sensationsgier eine neue Dimension erreicht. Das muss uns bewusst sein und dagegen müssen wir angehen. Und in welchem Kontrast steht dieses Verhalten zum Kampf der Björn-Steiger-Stiftung um das Leben jedes einzelnen Opfers. Das Gaffertum ist nicht harmlos und es ist nicht hinnehmbar. Wir müssen das Gespür in der Bevölkerung dafür schärfen. So wie das Bewusstsein, dass jeder allein durch richtiges Verhalten dazu beitragen kann, Leben zu retten, wenn schon nicht aus Empathie, dann vielleicht im Wissen, dass jeder selbst in eine Situation kommen kann, wo es dann um sein Leben geht. Die Björn-Steiger-Stiftung fordert noch schärfere Vorschriften und Sanktionen im Straßenverkehr. Auch darüber muss diskutiert werden. Das gehört zu den Aufgaben der Politik. Die muss die Regeln für den gesellschaftlichen Zusammenleben, für das gesellschaftliche Zusammenleben gestalten.
und auf Missstände reagieren. Hermann Gmeiner, der war der Gründer der SOS Kinderdörfer, hat einmal gesagt, alle Wunder dieser Welt entstehen dadurch, dass einer mehr tut, als er tun muss. Sie, liebe Familie Steiger, haben unendlich viel getan. Und die Geschichte dieser, Ihrer Stiftung besteht aus unzähligen kleinen und großen Wundern. Es bleibt auch nach 50 Jahren viel zu tun in der Weiterentwicklung des Rettungswesens in Deutschland und in der Welt. Und die Björn-Steiger-Stiftung wird weiter zu den Impulsgebern und Innovationstreibern der Rettungshilfe gehören. Und dafür wünsche ich der Stiftung das notwendige Durchhaltevermögen und mit dem Dank für alles, was in diesen 50 Jahren geleistet wurde, die besten Wünsche für die nächsten 50 Jahre.